So, Freunde, heute geht es um das Statement von Sinan G. Reden wir gar nicht erst lange um den heißen Brei herum. Viele werden jetzt sagen, Bro, er hat gar nichts zu diesen Sprachnachrichten gesagt, die er eben in Richtung des Kindes ausgesprochen hatte. Er hat sich überhaupt nicht dazu geäußert. Wir pinnen das Ganze jetzt erstmal oben an. Ist mir auch aufgefallen. Wir pinnen das Ganze oben jetzt erstmal an und sagen jetzt erstmal, dass, man vermutet es nur, wir wissen es nicht, dass das Ganze gerade Gegenstand einer Verhandlung ist, könnte man jetzt vielleicht zu dem Kontext entnehmen, und er aktuell genau über diesen Teil nicht sprechen kann. Okay? Also wir lassen das jetzt erstmal stehen, wir pinnen das jetzt erstmal oben an und dazu kommen wir gleich nochmal. So, Punkt Nummer zwei. Es geht jetzt in seiner Message, in seinem Statement hauptsächlich darum, dass er sagt, hey, jemand hat versucht, ihn da bloßzustellen mit eben diesem Video, was die meisten von euch hoffentlich nicht gesehen haben. Okay? Ja, es ist nicht in Ordnung, jemanden zu erpressen. Vor allem nicht, wenn es so eine private Sache gewesen ist. Okay, man hat jetzt irgendwie eine Beziehung oder so. Schickt man sich da sowas hin und her. Okay. Was jetzt, wer, wie, warum mit seinem Körper macht, welche Körperöffnung er benutzt, ist gerade in der heutigen Zeit jedem selber überlassen. Das ist nicht mein Ding. Aber ist okay. So. Okay. Okay. Vor allem, weil Sinan eben gerade in den letzten Jahren immer wieder irgendwelche Körperteile von sich gezeigt hat, die im Internet gelandet sind. Ist man jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass er gerade mit so einem Thema relativ locker umgeht? Er hat jetzt öfter mal den Satz gesagt, sein ist berühmter als der ein oder andere Sprachgesangskünstler da draußen. Okay. Also, es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, dass er da so bloßgestellt worden ist, dass er erpresst worden ist und dass jemand gesagt hat, hey, bring dich um. Okay? Verurteile ich auch. Lassen wir jetzt auch erstmal. Ist einfach ein cooles Fakt. Okay. Die andere Sache ist, es gibt immer eine Kehrseite der Medaille, Freunde. Jetzt wurde dieses Kind ja scheinbar als Instrument benutzt, um Sinan irgendwie in eine Falle zu locken. Jetzt stellt sich aber für mich die Frage, wir wissen natürlich nicht, ob diese Sprachaufnahmen echt sind, okay? Wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Wir wissen nicht, ob es wirklich echt ist. Aber mal angenommen, das wäre wahr und das ist echt, was wir da hören. Dann bringt man doch theoretisch dieses Kind in Gefahr, indem man sich auf Kontakt mit jemandem einlassen würde, der eventuell Neigungen in bestimmte Richtungen zeigt. Und mit Gefahr meine ich jetzt nicht nur, man hat jetzt Kontakt zu irgendwem, der potenziell gefährlich sein könnte, sondern dass man auch nachhaltig die Zukunft dieses Kindes, und damit meine ich so das soziale Umfeld, irgendwie beschädigt. Weil Freunde, stellt euch mal vor, ich meine, wahrscheinlich ist dieser Name dieser Frau, die das Ganze aufgenommen hat, schon geleakt worden. Das heißt, ihr wisst ja selber, wie das in der Schule ist, sowas geht schnell rum. Irgendjemand, irgendwann, irgendwo findet heraus, hey, das ist ja hier die Nichte von so und so. Ah, da war doch dieses eine Video oder diese Videos, wo jemand gesagt hat, dass er etwas Bestimmtes gerne tun würde. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich genauso schlimm. Stellt euch mal vor, wie das psychisch ein Kind anschlagen würde. Wie belastend das ist für jemanden, wenn man sowas als zweijähriges Kind, sie ist 2 Jahre alt, das passiert einem zweijährigen Kind. Später wird man dann größer, dann ist man aufnahmefähig. Dann versteht man solche Sachen. Und dann wird sowas einfach geleakt. Also, ich finde das, wenn es wirklich so gewesen ist, genauso verantwortungslos. Da tut mir einfach in erster Linie das Kind leid. Wir lassen wir mal die ganzen anderen Sachen weg jetzt. Aber das ist eine Sache, die geht gar nicht. Apropos Leaken, Sinan hat auch in seinem Statement gesagt, dass auch die Namen von Familienmitgliedern geleakt worden sind. Adressen, Telefonnummern. Sowas geht auch überhaupt nicht. Also, da sind Menschen, die haben damit nichts zu tun. Okay, wenn er jetzt schon sagt, irgendwie seine Mama wird da terrorisiert, die kann da als allerwenigsten was für.
Und das ist eine Sache, die finde ich auch nicht in Ordnung. Egal, wer das gewesen ist, das ist nicht in Ordnung. Jetzt sind aber noch zwei Sachen, die mich stören, Freunde. Das eine ist, warum hat man jetzt so lange gebraucht, um dieses Statement auszukoppeln, was ja im Prinzip noch nicht so aussagekräftig ist. Okay, da ist ein laufendes Verfahren gegen irgendjemand, der ihn bloßstellen möchte. Er kann nicht viel darüber sagen. Aber wie im ersten Punkt schon erwähnt, beziehungsweise im zweiten Punkt schon erwähnt. Okay. Wenn es so einfach gewesen ist, warum hat man nicht gleich darauf reagiert? Vielleicht musste man sich da noch irgendwie anwältlich absichern lassen. Kann sein. Okay. Finde ich nur ein bisschen schade. Weil, wie gesagt, im Großen und Ganzen hätte er gleich sagen können, ich kann nicht darüber reden. Es ist Gegenstand der Verhandlung. Abgehakt. Okay. Der zweite Punkt ist. Ihr habt euch doch sicherlich alles schon mal vorgestellt, wie es ist, eine Bank auszurauben, okay? Safe. Jeder hat irgendwie schon mal so diesen Gedanken gehabt, boah, wie eine Bank platt machen und dann so, ah, die wurden erwischt, ich könnte das besser. Ja, so. Einfach nur so ein bisschen rumfantasieren. Ist in diesem Moment noch keine Straftat, Freunde. Das ist einfach eine Fantasie. Wenn ihr euch mit euren Freunden dahinsetzt, aber ihr organisiert eine Bande, ihr macht einen Plan und ihr versucht das vielleicht durchzuziehen, dann ist das schon eine Straftat. Oder das Androhen einer Straftat ist in dem Fall auch eine Straftat. Jetzt ist es so, dass Sinan da eben Gedanken geäußert hat. Er hat seine Fantasien geäußert. Irgendetwas, das ihn da in seinem Kopf stimuliert hat. Jetzt ist es in diesem Fall zum Glück nur bei einer Fantasie geblieben. Und ich denke, das ist Sinan auch bewusst. Das heißt, in diesem Fall ist es ekelhaft, aber es ist nur eine Fantasie. Das heißt, im Umkehrschluss, das ist noch keine Straftat, zum Glück. Das ist keine Straftat. Und ich denke, das wird Sinan hier auch bewusst sein. Und deshalb glaube ich, dass sich das Video zu zwei Drittel um diese Sache mit seinen Bildern dreht, um eben das Ganze nochmal zu thematisieren. Jetzt ist halt die Frage, Freunde. Vielleicht, wenn jetzt bei dieser Verhandlung rauskommt, dass das Ganze mit AI, Shotcut oder Movie Maker irgendwie zusammengeschnitten worden ist, dann ist alles hinfällig, okay? Dann werden wir eventuell erfahren, dass an der Sache nichts dran gewesen ist. Das heißt, eventuell, wenn jetzt ein Gericht das prüft und herausfindet, diese Verhandlung wird öffentlich sein, das hat Sina selbst gesagt, wenn dieses Gericht jetzt herausfindet, dass das Ganze getürkt worden ist, dann müssen sich wahrscheinlich alle Leute bei Sinan entschuldigen. Okay? Das heißt, im Prinzip müssten wir jetzt, es bleibt nichts anderes übrig, wir müssen abwarten, bis dieser Gerichtsprozess gewesen ist und werden dann wahrscheinlich erst sehen, wie es weitergeht, ob sich das Ganze bewahrheitet oder eben nicht. Ich denke, das ist jetzt erstmal das Fairste, was man sagen kann, bis uns weitere Infos zur Verfügung stehen. Aber was ist eure Meinung? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, als erstes kommt jetzt nicht der Kommentar, aber Bro, er hat sich nicht zu den Sprachnachrichten geäußert. Ich weiß, ich habe auch darauf gewartet. Aber wie gesagt, vielleicht darf er es nicht, weil eben genau dieses gerade irgendwo verhandelt wird und sein Anwalt ihm gesagt hat, Bro, darf es nicht. Freunde, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch noch eine gute Nacht. Dawajte, Pacani. Ciao.